Herzlich willkommen bei der Firma Gütlöfer Immobilien. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie sich ein Kundenkonto auf unserer Website anlegen. Sie interessieren sich für eine über uns angebotene Immobilie? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben die Immobilie über unsere Website gütlöfer.com entdeckt, dann klicken Sie bitte auf das entsprechende Immobilienangebot. Nachdem Sie sich ein Kundenkonto angelegt haben, haben Sie hier die Möglichkeit, über den Punkt Lage direkt die Adresse abzurufen. Sie können sich das Immobilienvideo anschauen oder an einem 360-Grad-Rundgang teilnehmen. Zudem erscheint nach der Registrierung ein weiterer Punkt Exposé, wo Sie die Möglichkeit haben, ein PDF-Exposé sofort herunterzuladen. Insofern Sie schon ein Kundenkonto besitzen, haben Sie hier unter dem Punkt Login die Möglichkeit, sich direkt auf der Website einzuloggen und das Exposé herunterzuladen. Insofern Sie noch kein Kundenkonto besitzen, klicken Sie bitte auf den Punkt Exposé anfordern. Sie werden hier aufgefordert, Ihre persönlichen Daten einzugeben. Alternativ haben Sie die Immobilie auf einer Internetseite wie zum Beispiel ImmobilienScout entdeckt. Dann geben Sie unter Anbieter kontaktieren bitte ebenfalls Ihre persönlichen Daten ein. In unserem Beispiel machen wir jedoch auf unserer Homepage weiter. Wir geben hier die persönlichen Daten ein. Und klicken dann auf Anfordern. Die Website informiert uns, dass wir uns registriert haben und in den nächsten Minuten eine E-Mail erhalten. Wir wechseln nun zu Ihrem E-Mail-Konto. Sie sehen, dass Sie eine E-Mail von der Firma Gütlöfer Immobilien erhalten haben. In dieser E-Mail werden Sie gebeten, auf den roten Button zum Exposé zu klicken. An dieser Stelle werden Sie über die allgemeinen Geschäftsbedingungen informiert sowie über die Datenschutzerklärung. Nun müssen Sie sich nur noch eine PIN vergeben, die Sie selbst wählen können. Sie bestätigen die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie den Datenschutz und klicken auf PIN speichern. Nun müssen Sie nur noch die Widerrufsbelehrung und die Datenspeicherung abhaken. Sie klicken auf Absenden und bekommen dann die Adresse angezeigt und haben auch die Möglichkeit, hier ein Exposé herunterzuladen. Wir bedanken uns fürs Zusehen und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Kundenkonto.